Schwer atmend näherte sich Karel Marek dem Sarg. In seiner hochgehaltenen Faust hielt er den Eichenpfahl. Jetzt bist du dran, du verfluchter Blutsauger. Ich habe dir doch nichts getan. Du hast mir nichts getan? Meinst du? Nein, das habe ich auch nicht. Du hast nur den Tod meines Vaters auf dem Gewissen. Das waren diese Söldner. Die deinem Befehl gehorchen. Ich kann nicht auf jeden Acht geben. Dummes Geschwätz. Und was ist mit meiner Schwester? Sie war glücklich. Glücklich? Als Vampirin? Dann mache ich dich jetzt auch glücklich. Nein, 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 du willst mich töten. Ja, ja, und nochmals ja. Warum? Warum willst du das auf dich nehmen? Das ist doch viel zu wenig. Ich kann dich zu einem reichen Mann machen. Nein. Die Leute werden vor dir im Staub kriechen. Nein. Überleg es dir. Von mir kannst du keine Gnade erwarten. Dann nicht. Dann mache ich auch einen Untoten aus dir. Stirb! Nein! Das war für meinen Vater. Und das für meine Schwester. Tödlich getroffen sackte der Vampir in seinen Sarg zurück. Seine Haut wurde grau und er zerfiel. Fariak lebte nicht mehr.